Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Heute ballern wir im Retro Stars Event viele Packs raus, Freunde, in der Kaderkralle. Es wird auf jeden Fall wild, Freunde. Ich habe so viele Packs. Ich habe, glaube ich, insgesamt 33 Packs, Freunde. Ich gucke schnell nochmal nach. 33 Packs baller ich hier gleich raus, Freunde. Es wird einfach nur wild. Alter, ey, Junge, 33 Packs. Also ich denke, Marquinhos werde ich irgendwann nochmal safe bekommen, weil am letzten Tag kommen ja nochmal 1250 Punkte. Also Freunde, Marquinhos, weil ich will Marquinhos ja auch spielen, Freunde. Das ist mein Plan für Van Dijk. Marquinhos kommt rein für Van Dijk. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir fangen direkt einfach mal an, Freunde. Ich will nicht lange rumschnacken. Wir ballern direkt los, die 33 Packs. Wenn wir Marquinhos sogar heute ziehen, Freunde, würde ich mitnehmen, Freunde. Würde ich mitnehmen, warum denn nicht? So, erstes Pack ist ja ein garantierter und es ist ein Granit Xhaka, okay. 98er Granit Xhaka. Ja, ist es nichts Besonderes. Ist es nichts Besonderes, wir machen weiter. Nächstes Pack. Da kommt Madison 102, okay. Das ist schon mal, ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. So viel ist klar. Madison ist auf jeden Fall viel, viel besser. So, nächstes Pack, Freunde. Nächstes Pack. EA, komm, gönnt bitte. Ich will, so wie beim letzten Mal, Freunde, hat EA auch fast mir nur Spieler gegönnt. Also beim ersten Mal. Ja, Cellemakers. Okay, die schlechten müssen ja auch weggezogen werden, Freunde. So ist ja nicht. Nächstes Pack. Ich hoffe einfach, dass ich so wenig wie möglich Skill Boost, XP und so bekomme, weil ich will schön die ganzen Spieler wegziehen. Und okay, Kanon. Das heißt, wir haben jetzt alle schlechten weg. Okay, wenn ich jetzt noch den Rossellu wegziehe, ist es schon mal eine gute. Ja, okay, was heißt gute Ausbeute? Dann sind halt nur noch oben die Spieler. Und ich krieg Skillboost, Freunde. Nein, EA, bitte keine Skillboost. Komm schon. Ihr müsst weiter gönnen, EA. Ihr müsst doch einfach nur weiter gönnen. Komm, bitte. Bitte. Nein, jetzt kommt die Phase, wo sie nicht mehr gönnen. Jetzt kommt die Phase, wo sie einfach keinen Bock mehr haben zu gönnen. Oh, bitte noch den weg vom Garantierten. Bitte. Kriegen Skillboost. Och, Mann. Oh, wir kriegen Münzen. Ja, ich hab's gesehen. Oben an der Anzeige. Belastend, komm. Ey, macht jetzt hier nochmal einen Gönjamin und zieht Rossellu weg. Ich will Rossellu weg. Ja, Toko Ekambi 106. Okay, 106er Toko Ekambi. Das ist sehr nice. Das ist ja der viertbeste. Ups, habe ich gefestfingert. Okay, das kam ein bisschen unerwartet. Jetzt noch ein Rossellu weg. Nein, ich krieg XP. Jetzt haben wir das Garantierte. Und ich weiß eigentlich schon, wer drin ist. Ich denke auch, Rossellu, Safe Call. Ja, Rossellu ist drin. Ah, okay, war irgendwie klar. Jetzt aber noch Halzenberg weg und dann ist im nächsten Garantierten entweder Bellarabi. Ja, Bellarabi, denke ich mal. Ja, okay, 1,75 Millionen Münzen, sehr nice. Ich skippe jetzt immer durch, weil ich glaube, jetzt ist halt die Chance nicht mal so groß. Ja, Halzenberg, Freunde, wichtig. Das ist wichtig, dass wir Halzenberg jetzt hier gezogen haben. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil jetzt steht nur noch Bellarabi, Busquets und Marquinhos an, Freunde. Das war wichtig, wirklich. Das war wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier einen Bellarabi gezogen haben. Ja, jetzt kann ich eigentlich immer so durchskippen. Bis zum Garantierten, weil ich werde safe kein Bellarabi jetzt hier drin sehen. Also wenn das jetzt auch passiert, Freunde, dann, uiui, dann bin ich weg. Komm. Es lädt alles wieder hier so lange. Mein Bambus-WLAN im Urlaub kickt ein bisschen rein. Ja, Münzen. Komm, nächstes Pack. Ich baller durch. Skill Boost. Ah, ich will lieber Münzen nehmen. Ja, ich würde dann lieber doch Münzen nehmen. Ja, ich sehe Münzen, jawohl. 22 Millionen haben wir schon wieder, Freunde. Also man kann hier auch so viele Münzen bekommen. Das ist krass einfach nur. Das ist wirklich krass. Wieder Münzen. Jetzt habe ich 23 Millionen. Also Freunde, das Event ist an münztechnisch auch sehr, sehr wild unterwegs. So viel steht fest. Skillboost. Aber es ist auch schon schade, dass ich keinen Spieler nochmal dazwischen ziehe. Schade eigentlich. XP. Okay, ist das Garantierte? Mal gucken. Ich denke mal, es ist Bellarabi, oder? Ist es Bellarabi? Bellarabi, okay. War klar, Freunde, es war klar. So ein garantiertes kriege ich ja noch. Busquets, ne? Okay, das mache ich jetzt noch. Also Busquets oder Marquinhos, Freunde. Einer von beiden. Einer von beiden wird jetzt gleich noch in meinen Verein kommen. Oh, wenn Marquinhos wäre, ne? Aber ich müsste ja eigentlich sowieso alle Punkte dann halt eben ausgeben, weil
Ja, es kommt ja keine neue Aktualisierung mehr. Und aber wie gesagt, ich krieg ja Marquinhos dann auch safe, weil am letzten Tag kriegt man ja nochmal 1250 Punkte. Und das machen wir dann, denke ich mal, im Livestream dann zusammen. Wenn ich ja dann live gehe zu meinem Event, dann holen wir uns auch gleichzeitig Marquinhos ab, Freunde. Sehr, sehr wild hier. 600, jawohl, jetzt haben wir 25 Millionen. Okay, komm, immer weiter, XP, ja, okay, ja, ich krieg keinen Busquets vorher, ist ja klar, yeah, ich hab euch verstanden, alles gut, ich krieg keinen Busquets vorher, komm, ich baller doch durch, 33 Packs geöffnet, Freunde, einfach nur zu wild hier an dieser Stelle, komm, oder kriege ich überhaupt noch, ich müsste ihn noch bekommen, oder, da war ich gerade lost, okay, doch, ich bekomme, alter, Freunde, ich war kurz im Schockstarre. Aber ich kriege jetzt auf jeden Fall noch ein garantiertes. Okay, Freunde, jetzt ist die Frage. Entweder Busquets oder Marquinhos. Ich habe drauf gedrückt. Ich habe drauf gedrückt. Und wir ziehen Busquets. 109 Busquets. Okay, Freunde, ja. Okay. Aber ich kriege Marquinhos sowieso safe. Das steht fest. Jetzt kriege ich auch nochmal hier hinten ein paar, glaube ich. Nochmal Skill Boost. Oh, kriegen wir Bernardo Silva heute? Kriegen wir ihn? Ah, oh, let's go, Freunde. Wir kriegen auch noch Bernardo Silva hier an der Stelle. Sehr, sehr wild. Bernardo Silva, komm in meine Arme, Bruder. Bam, Junge. 107er. Den verkaufe ich alles privat, Freunde. Mache ich alles an privat. Will ich jetzt hier nicht noch ein Video machen. Ich habe ein bisschen Zeit da noch. Und ja, auf jeden Fall im Livestream können wir uns dann Marquinhos noch abholen. Das wird auch eine sehr, sehr wilde Angelegenheit am Donnerstag. Und ja, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst kein Like, lasst kein Abo da. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.